Gut, meine Damen und Herren, also heute eröffne ich den Reigen mit einer Darstellung der Geschichte der Kernwaffen zur Zeit des Ost-West-Konfliktes. Ich will das kurz wie folgt aufgliedern. A, die Frühgeschichte, wenn man von Frühgeschichte hier sprechen darf. Mit Frühgeschichte denkt man ja eigentlich an was viel Früheres. Denn die Kernwaffen während der ersten Phase des Ost-West-Konfliktes, das ist die Zeit bis ungefähr Anfang der 60er Jahre. Dann die Rolle von Kernwaffen in den 60er Jahren oder seit den 60er Jahren. Dann gehe ich ein auf Strategien und Doktrinen zum Einsatz von Kernwaffen, auf Bestände und Stationierung von Kernwaffen, auch auf den Aspekt der nuklearen Teilhabe. Und zum Schluss versuche ich nochmal die Rüstungsdynamik, die nukleare und nicht nukleare Rüstungsdynamik zu analysieren. Das ist eine Menge an Stoff, aber ich hoffe, dass ich Sie damit nicht überfordere. Frühgeschichte, wie gesagt, in Anführungsstriche. Kernwaffen wurden, wie Sie ja wahrscheinlich wissen, während des Zweiten Weltkriegs entwickelt, und zwar hauptsächlich von den USA, um A, den Achsenmächten zuvorzukommen. Es gab damals ja diesen berühmten Brandbrief von Albert Einstein und anderen an den amerikanischen Präsidenten, in dem sie davor warnten, dass es eine neue Technologie gäbe, die dazu führen könnte, dass die Nazi-Deutschland Atomwaffen haben könnte. Das stellte sich 1943 raus, dass das gar nicht der Fall war. Entsprechende Ideen hatten auch zwar deutsche Physiker, aber sie wurden nie zu einer politischen Idee. Aber das zweite Ziel war eigentlich, den Krieg zu beenden. Das heißt, durch eine Waffe mit bislang unvorstellbaren Dimensionen einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Zweite Weltkrieg beendet werden konnte. Zielland war eigentlich Deutschland. Das heißt, eigentlich sollte das Deutsche Reich dazu gezwungen werden, den Krieg aufzugeben, zur Kapitulation gezwungen zu werden. So wurden die ersten Kernwaffen erst im Sommer 1945 einsatzbereit, sodass das an Deutschland vorbeiging, aber die Kernwaffeneinsätze gegen Japan im August 1945 führten dann zur vorzeitigen Beendigung des Krieges. Man kann natürlich sagen, da haben wir Glück gehabt. Allerdings ist der Begriff des Glücks hier immer etwas relativ gesehen, denn sowohl Deutschland als auch Japan wurden besetzt. Die Zahl der Todesopfer der japanischen Besetzung oder der japanischen Bevölkerung war ungefähr 250.000 Menschen. Das waren nämlich die Menschen, die in Hiroshima und Nagasaki starben. Weiß einer, wie viele Todesopfer es in Deutschland gab im Jahre 44 und 45, als Deutschland besetzt wurde? Weiß keiner, es waren 4 Millionen. Ja, es war also... Glück ist immer sehr relativ gesehen. Nicht? Nur andererseits, ich glaube, wenn die Atomwaffe 1944 schon fertig gewesen wäre und man versucht hätte, Hitler dazu zu zwingen, den Krieg aufzugeben, das hätte er nicht gemacht. Und wahrscheinlich wäre also ein nukleares Kriegsende in Deutschland anders ausgegangen als in Japan. Ja, das war das Manhattan-Projekt. Hier sehen wir Robert Oppenheimer, der eigentliche Kopf dieses Projektes. Lief über mehrere Jahre dieses Projekt, ist eine große Geheimhaltung. Dabei wurden zwei Typen von Atomwaffen entwickelt. Einmal eine Atomwaffe, die mit hochangereichertem Uranium, hochangereichert von dem Isotop 235 arbeitete. Dieses Isotop ist ab einer gewissen Größenordnung kritisch, das heißt, es fängt an durch Spaltung große Energien zu entwickeln, und diese Spaltung geht in einer Kettenreaktion los. Daraus hat man versucht, ein Waffendesign zu machen, und ein Waffendesign, welches mit Plutonium, was bis dahin gar nicht bekannt war, das war ja nur ein theoretisch vorstellbares Material, welches aber aus dem Abbrand von Uran entsteht, darauf basierte. Das sind im Grunde genommen zwei Typen von Bomben, die damals entwickelt worden sind. Das Projekt Manhattan war übrigens ursprünglich ein multilaterales Projekt mit Großbritannien und Kanada als Partnern, aber es wurde immer mehr ein amerikanisches Projekt. Die SSR, habe ich hier geschrieben, war im Bilde, in Anführungsstriche. Im Bilde hieß, dass sie nämlich einen Spion dort hatten, den Herrn Fuchs, der sie auf dem Laufenden hielt. Es gab auch parallel dazu bereits ein sowjetisches Programm, was aber nicht so weit vorangeschritten war wie das Programm Manhattan. Wie gesagt, die beiden Bombentypen, Uranbombe und Plutonium.
Das war das Beginn des nuklearen Zeitalters. Das heißt, das nukleare Zeitalter begann mit der militärischen Nutzung oder mit den militärischen Absichten. Die friedliche Nutzung kam eigentlich erst später, als man entdeckte, dass es ja auch, dass man Uran, dass man Reaktoren nutzen könnte, um damit Strom herzustellen. Und gegen Ende des Zweiten Weltkrieges hat die USA eine Handvoll von Atomwaffen hergestellt. Daraus wurden einige mehr, aber es blieb bei sehr wenigen Kernwaffen. Es wurden Tests durchgeführt, einfach um zu sehen, was das für physikalische Eigenschaften hat. Hier sehen Sie eine der ersten Nuklearwaffen, das ist eine Plutoniumbombe, den Fat Man, das ist der Typ, der über Nagasaki abgeworfen wurde. Hier sehen Sie die Trinity, die erste Explosion einer Kernwaffe in der amerikanischen Wüste. Und hier sehen Sie die erste Unterwasserexplosion von 1946. Da wurde also getestet, wie eine solche Explosion auf Kriegsschiffe wirkt. Hier wurden also alte Kriegsschiffe, japanische und deutsche Kriegsschiffe, in die Nähe einer solchen Explosion gebracht, um zu sehen, was dann passiert. 1946 boten die USA an, auf ihre Atomwaffen zu verzichten, wenn andere Staaten, die dazu in der Lage wären, ihre bereits in ebenfalls zu verzichten und ihre Nuklearanlagen inspizieren zu lassen. Das war Bernard Baruch, das war der damalige Minister für Außenhandelsfragen, der dieses Projekt in den Vereinten Nationen vorstellte. Er scheiterte dann an dem Veto oder dem Widerstand der Sowjetunion. So, jetzt gehen wir auf den Ost-West-Konflikt. Der Ost-West-Konflikt ist eigentlich erstmal, hat eigentlich erstmal nicht viel zu tun mit den Kernwaffen. Er entstand aus anderen Sachen, aber die Truman-Administration erhoffte sich eine gewisse mäßigende Wirkung auf die Sowjetunion. Das sah man schon während der Potsdamer Konferenz, als der damalige amerikanische Präsident Truman war es gerade, den Staat zu Stalin hinging und sagte, wir haben jetzt gerade einen Test gemacht, und Stalin völlig davon überhaupt nicht bewegt wurde. Also die Hoffnung war, dass man die Sowjetunion mäßigen könnte, und ansonsten wurde versucht, Kernwaffentests zu machen und Wirkung zu studieren, aber es gab eigentlich keine klare Vorstellung davon, was die strategischen Folgen waren. Da wurden erste Analysen beauftragt, es gab minimale Bestände. Es war also noch kein wesentlicher Faktor des Ost-West-Konflikts. Dieser brach auch nicht aus wegen der Kernwaffen der USA, sondern eigentlich wegen der gewaltsamen Einführung des sowjetischen Systems in Osteuropa und in der damaligen sowjetischen Besatzungszone oder späteren DDR. Und auch der ganze Konflikt hatte ursprünglich kaum eine militärische Komponente. Es ging eigentlich darum, die Containment-Politik, die George Kennan angedacht hatte, ging eigentlich darum, erstmal die Bedingungen zu schaffen, dass Europa sich wieder wirtschaftlich erholt, dass wieder vernünftige Verhältnisse eintreten und damit die Möglichkeiten geringer werden für kommunistische Parteien in Westeuropa die Macht zu bekommen. Also es ging Systemkonkurrenz, es ging um Freiheit, es ging um verschiedene Formen von Sozialstaat und Sozialismus. Und die ersten Jahre waren eigentlich auch relativ gering militarisiert, wenn man das so sagen darf. 1949 zündete die Sowjetunion die erste Kernwaffe. Gut, das wurde als unvermeidlich angesehen, dass es irgendwann mal so weit kommen würde, wenngleich die Amerikaner das ein bisschen später erhofft hatten. Die Militarisierung des Ost-West-Konfliktes setzte erst ein mit dem Koreakrieg. Im Koreakrieg 1950, Mitte Juni 1950, begann damit, dass Nordkorea in Südkorea einfiel. Südkorea hatte praktisch kaum Militär, Nordkorea hatte ein bisschen Militär, aber dieses Militär reichte aus, um die Insel zu erobern, die Halbinsel fast zu erobern. Dann sind die Amerikaner gelandet und haben das langsam wieder aufgerollt. Dann kamen die Chinesen rein und haben versucht, die Amerikaner zu bekämpfen. Das war also ein 3 Jahre langer Krieg, der natürlich jetzt eine ganz neue Dimension des Ost-West-Konfliktes aufzeichnete, nämlich die des eines militärischen Konfliktes. Und das, was in Korea passierte, überlegte man, was passiert denn da, was könnte in Europa passieren, oder stellten viele fest, es gibt ein konventionelles Ungleichgewicht in Europa, weil
Die Sowjetunion hatte anders als die USA nach dem Krieg ihre Truppen nicht abgezogen, sondern es blieben 20 Divisionen in der sowjetischen Besatzungszone. Das war verdammt viel. Und in den USA breitete sich Sorge aus, weil auch das Kernwaffenmonopol verloren geht. Was macht man in dieser Situation? Und da kam ab 1953 die Eisenhower-Administration an die Macht, eine republikanische Administration. Vorher war die Truman-Administration, die war demokratisch. Und die sagten sich, also wir werden ein konventionelles Gleichgewicht in Europa nicht herstellen können. Was wir aber können, ist unser noch Vorsprung bei Kernwaffen einzusetzen. Und zwar sowohl im strategischen Bereich wie taktisch. Strategisch heißt, das sind amerikanische Kernwaffen, die das Territorium der UdSSR, Sowjetunion, erreichen konnten. Und taktische Waffen, das waren die Festfeldwaffen. Das waren Waffen, von denen man hoffte, dass man das konventionelle Ungleichgewicht in Europa damit ausgleichen könnte. Und gleichzeitig wurden auch weitere Technologien entwickelt. Das war vor allem die Fusionsbombe, auch Wasserstoffbombe genannt. Die anderen beiden Bomben, die ich vorhin vorgestellt habe, waren ja Kernspaltungsbomben. Hier geht es um die Fusion, also die Verschmelzung von Kernen. Wurde zuerst in den USA entdeckt von Edward Teller, aber auch in der Sowjetunion gab es ein Programm. Und erstaunlicherweise war die Sowjetunion 1952 hier schon weiter als die USA, hatte die ersten einsatzfähigen Sprengköpfe. Und Fusionsbomben haben bis zu 1000-facher Sprengkraft der Bombe von Hiroshima. Also es ist eine ganz andere Dimension noch als die klassische Atomwaffe. Dies sind die beiden Väter, links Andrei Sacharow, der spätere Dissident und Friedensnobelpreisträger, und rechts Edward Teller, ein aus Ungarn gebürtiger amerikanischer Nuklearwissenschaftler. Und hier sehen Sie, welche Folgen die Politik der Eisenhower-Administration hatten. Ja, also diese Linie hier, das ist die Anzahl der amerikanischen Nuclear Warheads, also Sprengköpfe, also der einzelnen Waffen sozusagen. Und hier waren das nur wenige, dann gab es so Anfang der 50er Jahre ungefähr 200 davon, und dann ging das hier rapide rauf bis auf über 20.000 in den 70er Jahren, in den 60er, Mitte der 60er Jahre sogar über 30.000 Kernwaffen. Und hier diese blaue Linie, das sind die Non-Strategic Weapons, also taktische Waffen. Meistens Gefechtsfeldwaffen oder Marinewaffen. Also hier sehen Sie, welche große Bedeutung die Eisenhower-Administration auf die Rolle von Kernwaffen legte, besonders Gefechtsfeldwaffen legte, um die konventionelle Überlegenheit der Sowjetunion in Europa auszugleichen. Das war der Aufwuchs der strategischen Waffen, die von Amerika aus gesehen direkt die UdSSR bedrohen konnten. Also beide Male sehr große Aufwüchse. Das war die Zeit der nuklearen Vergeltungsstrategie. Die hatte irgendwo ihren Sinn, weil natürlich die Sowjetunion viel weiter zurücklag bei nuklearen Waffensystemen. Und vor allen Dingen, es gab eine Asymmetrie. Die USA konnten die Sowjetunion bedrohen, aber die Sowjetunion konnte die USA direkt nicht bedrohen. Das heißt, von daher war das gerade als Idee der, wenn man so will, der erweiterten Abschreckung, war das einigermaßen durchdacht, nur der einzige Punkt war, da komme ich gleich nochmal drauf, die Sowjetunion zog natürlich nach. Das waren die Trägersysteme, Flugzeuge, strategische Bomber, aber Bomber kürzerer Reichweite, einige Raketen schon. Ja, damals gab es, Raketen waren ja während des Zweiten Weltkrieges von Deutschland entwickelt worden, und die Technologie wurde dann, wenn man so will, übernommen von Amerikanern und Russen nach dem Kriege, aber das reichte erstmal nur für Kurzstrecken aus. Dann hatten wir Artillerie, aber auch schon Minen. Es gab also eine Vielzahl von taktischen Nuklearwaffen damals. Das ist der B-52-Bomber, Anfang der 50er Jahre in Dienst gestellt. Das war die erste nuklearfähige Rakete hier, Hornets John, aus den späten 50er Jahren. Ja, aber das war sozusagen logisch gedacht für die 50er Jahre. Aber die Sowjetunion versuchte natürlich mit der amerikanischen Nuklearrüstung mitzuhalten, und sie versuchte natürlich die Verwundbarkeitsasymmetrie aufzuheben. Also die Asymmetrie war, die UdSSR war verwundbar für amerikanische Atomwaffen, die USA war das nicht.
weil die amerikanischen Bomber waren um die Sowjetunion herum stationiert, konnten von vielen Seiten eindringen. Die Sowjetunion hatte eigentlich nur die Möglichkeit, über den Nordpol zu fliegen, und da bauten die Amerikaner natürlich ein sehr effektives Luftabwehrnetz auf. Und des Weiteren versuchten die Sowjets auch die Fähigkeiten auf dem Gefechtsfeld zu verbessern. Das heißt, sie haben nachgezogen. Hier sehen wir den Aufwuchs der russischen nuklearen Rüstung. Auch hier ist die Zahl, der Gesamtzahl der Sprengköpfe, das geht hier so bis Ende der 80er Jahre, dann fällt das ab, darüber werden wir später sprechen. Hier die Gefechtsfeldwaffen, das ist also deutlicher Schwerpunkt auf Gefechtsfeldwaffen, und hier die strategischen Waffen. Das sieht ein bisschen bescheidener aus als die Kurve der USA. Allerdings müssen Sie sehen, die Russen haben weitaus mehr Kernwaffen gebaut am Ende. Das heißt, die Skalierung ist hier ein bisschen kleiner als die von der anderen Seite. Ich werde nachher beide Dinge nochmal in Vergleich bringen. Es bildete sich also eine Rüstungskonkurrenz aus zwischen den USA und der Sowjetunion. Die USA in den 50er Jahren bemüht mit einer Politik der deklarierten nuklearen Eskalation die Sowjetunion davon abzuhalten, in Europa konventionell ihre Überlegenheit zu nutzen. Umgekehrt, die Sowjetunion versuchte genau dieses zu konterkarieren und möglichst Ungleichgewichte auszuheben und zu ihren Gunsten zu verändern. Und ja, es waren auch immer neue Technologien dabei involviert. Es gab miniaturisierte Kernwaffen, die vor allen Dingen dadurch miniaturisiert wurden, dass versucht wurde, mit technischen Arrangements kleinere Mengen an Uran oder Plutonium zu nutzen. Und Raketen wurden mit immer größerer Reichweite eingeführt. Der Durchbruch war Ende der 50er Jahre. Sie können sich vielleicht noch erinnern an den Satellitenschock, als die Russen 1957 zum ersten Mal eine Rakete ins Weltraum schossen. Warum war das ein Schock oder was war schlimm dabei? Gut, wer eine Rakete in den Weltraum schießen kann, der kann eine Rakete auch nach Amerika schießen. Ja? Und damit begannen die Russen die strategische Asymmetrie aufzubrechen, und es wurden auch damals Technologien seegestützte Raketen und es wurden jede Menge Kernwaffentests gemacht. Mal einige Beispiele, um die Dimension zu demonstrieren. Dies war die erste Bombe Fat Man, die Sie vorhin gesehen haben, daneben ein Menschen. Hier war die erste Fusionsbombe, erste Wasserstoffbombe der USA, die MK-17, auch daneben ein Menschen. Ist also so groß wie ein Lastwagen. Ne? Diese ist so groß wie ein kleines Auto oder wie ein Auto. Hier schon 62 der erste Single Warhead, der auf eine Rakete montiert wurde. Immerhin so groß wie ein Mensch. Und hier aus den 80er Jahren, also ein Re-Entry-Vehicle, ein kleiner Sprengkopf, der schon nur noch halb so groß war wie ein normaler Mensch. Hier sehen Sie auch die Nukleararsenale beider Staaten nochmal übereinander, also die Nuklearwaffenbestände. Auch hier sehen Sie, in den 50er Jahren ging das eindeutig von den USA aus, wurde dann immer weniger. Und dann hier das Nachziehen der USA bis Ende der 80er Jahre, und dann brach das massiv ab mit dem Ende des Ost-West-Konflikts. Hier sehen Sie auch mal die nuklearen Testaktivitäten. Auch hier sehen Sie, in welchen gab es mal ein vorübergehendes Moratorium, in welchen Größenordnungen, also das sind immer Tests pro Jahr. Und die Farben indizieren, welche Staaten das sind, Vereinigte Staaten, Sowjetunion, Großbritannien, Pakistan, Nordkorea, und gut, die kommen erst ganz zum Schluss. Bis hierhin, bis 1962, wurden die meisten Tests überirdisch gemacht. Also es hat seit Ende des Zweiten Weltkrieges ungefähr 1800 Tests gegeben, davon 500 oberirdisch. Das ist eine Menge. Wenn man sich vorstellt, was sozusagen die Erdatmosphäre seither verarbeitet hat. Und ab 1963 gab es ein Abkommen, in dem sich die Kernwaffenstaaten verpflichteten, zukünftige Tests nur noch unterirdisch zu machen. So, wie war die Lage Ende der 50er Jahre? Die USA werden absehbar gegen sowjetische Interkontinentalraketen verwundbar werden. Das war abzusehen. Die NATO-Strategie der nuklearen Abschreckung wurde dadurch in ein Dilemma gesetzt.
denn die Drohung eines massiven Einsatzes von Kernwaffen gegen jede Form sowjetischer sowjetische Kriegseröffnung wurde immer weniger glaubhaft. Und es wurden auch Gefahren der nuklearen Konfrontation aufgrund von Kriseneskalation gesehen. So, damit kommen wir jetzt in die zweite Phase sozusagen des Ost-West-Konfliktes, nämlich in die 60er Jahre. Hier sehen Sie eine Karikatur von 1962, die die Kuba-Krise ansprach. Die Kuba-Krise brachte die Sowjetunion und die USA in eine Situation, in der fast ein Nuklearwaffenkrieg ausbrach. Das ist Herr Khrushchev, der damalige Staats- und Parteichef, und das ist John F. Kennedy, die Sie beide auf Atomwaffen oder auf H-Bomben sitzen sehen hier. Und jeder hat hier so einen Druckknopf. Gut, das war eine etwas sehr kritische Situation. Also beide Staaten waren wirklich dicht an einem Krieg. Nach einer Krise ist immer dann die Phase, wo man sich überlegt, was kann besser werden, was hat man an Fehlern gemacht. Und vor allen Dingen in den USA ging diese Diskussion los, weniger noch damals in der Sowjetunion, was für Gemeinsamkeiten gibt es bei der Vermeidung eines Kernwaffenkrieges und wie ist das mit unterschiedlichen strategischen Interessen, aber auch mit bündnispolitischen Verpflichtungen zu vereinbaren. Und dies sind die beiden Männer, die eigentlich am meisten damals dazu beigetragen haben, dass es ein Umdenken in der amerikanischen Strategie kam. Das war John F. Kennedy und sein Verteidigungsminister Robert McNamara. Beide einigten oder kamen zum Schluss, dass es angesichts des Aufwachsens von Nuklearwaffen in den Jahren zuvor für die USA keinerlei Notwendigkeit mehr gäbe, ab 1965 weitere Kernwaffen anzuschaffen. Das heißt nicht, dass keine Kernwaffen mehr hergestellt wurden, aber es wurden keine neuen Größen, also keine neuen Bestände angestrebt, Modernisierung schon. Zum Zweiten wollten sie in einen Dialog mit der Sowjetunion über strategische Stabilität treten, weil jetzt beide in der Lage waren, sich gegenseitig zu bedrohen und daraus neue Risiken erwuchsen. Zum Beispiel die Gefahr, dass einer oder der andere in einer Krise versucht, den anderen nuklear zu entwaffnen. Ja, wenn man sieht, die andere Seite hat Nuklearwaffen, ist die Gefahr immer sehr groß, dass man meint, der könnte jetzt versuchen, mich zu entwaffnen. Also versuche ich, ihn zu entwaffnen. Das nennt man Erstschlagsrisiko. Um diese zu vermeiden, die besonders in Krisen eine sehr große Bedrohung sein könnten, wollten sie also einen strategischen Dialog und sie sahen nukleare Nichtverbreitung als Problem an. Wichtig war damals auch dieses Konzept, MAD. MAD heißt auf Englisch eigentlich verrückt, ist aber hier ein Konzept, welches die Abkürzung ist für Mutual Assured Destruction. Das war keine Militärstrategie, sondern ein Konzept der Kooperation mit der UdSSR. Ziel war es eigentlich, zu verhindern, in einem beiderseitigen Dialog, dass keiner den anderen nuklear entwaffnen kann. Ja, das ist also ein völlig neues Denken, was in der Militärgeschichte, Militärstrategie so vorher nie da war, dass man sich Gedanken macht, wie kann ich verhindern, dass der andere meint, ich könnte ihn entwaffnen und umgekehrt. Oder wie das etwas vereinfacht gemacht worden ist, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Das heißt, keiner sollte sich ausrechnen können, den anderen mit Nuklearangriffen nuklear zu entwaffnen. Ja, das war die Idee von Mutual Assured Destruction. Es sollte immer gesichert sein, dass selbst nach einem Entwaffnungsschlag der einen Seite die andere Seite immer noch in der Lage ist, zurückzuschlagen. Das heißt, die Vorschlag war eigentlich, dass man gemeinsame Standards zwischen der Sowjetunion und den USA hat über nuklearstrategische Stabilität. Was bedeutete das im Einzelnen? Das bedeutete, dass strategische Angriffswaffen und strategische Führungseinrichtungen unverwundbar sein sollten. Wie macht man strategische Angriffswaffen unverwundbar? Indem man sie mobil macht oder indem man sie mit dicken Beton versiegelte Silos reinpackt oder indem man sie ständig auf Patrouille geben lässt. Führungseinrichtungen macht man unverwundbar, indem man in dicke Felsmassive geht. Die sind auch für die größten Nuklearwaffen nicht knackbar. Und Bevölkerungs- und Industriezentren sollten verwundbar bleiben, damit keiner sich ausrechnen könnte, dass er sich so unverwundbar macht, dass er dann doch ein Erstschlag wart. Und also das bedeutete keine Abwehrsysteme gegen Raketen. Und
eine etwas witzige Gleichung: je mehr Kernwaffen, desto größer die strategische Stabilität. Denn je mehr Kernwaffen einer hat, umso schwieriger ist es, ihm diese aus der Hand zu schlagen. Für die NATO bedeutet das einen großen Widerspruch, weil das widersprach eigentlich der Strategie der erweiterten Abschreckung, der Extended Deterrence, wie das so schön hieß. Weil wenn sich die USA auf ein solches Verhältnis zu der Sowjetunion einlassen, wird es eigentlich nicht besonders glaubbar, dass sie gegen Angriffe der Sowjetunion in Europa als erste Kernwaffen einsetzt. Das war ein leidiges, ewiges Thema innerhalb der NATO, ist nie gelöst worden, ist eigentlich nur gelöst worden durch das Ende des Ost-West-Konfliktes. So, daraus, aus dieser Diskussion über MERT entstand die Idee, dass man seine Angriffswaffen unverwundbar macht, indem man sie drei verschiedene Waffensysteme hat, einmal Interkontinentalraketen, auf Englisch Intercontinental Ballistic Missiles, die aus gehärteten Bunkern abgeschossen wurden. Ich zeige Ihnen gleich mal welche. Dann Bomberflugzeuge mit interkontinentaler Reichweite, von denen einige immer unterwegs sein sollten. Und drittens U-Boote mit strategischen Raketen an Bord, die unverwundbar sein sollten und die auch ständig auf Patrouille sind. Hier sehen Sie also typische Interkontinentalraketen in einem Bunker, hier nach dem Abschuss. Hier sehen Sie mal in einen Bunker rein, dann können Sie also mal gucken, auch wie groß die sind. Hier sind Menschen, hier sehen Sie im Vergleich dazu Menschen. Also die sind gar nicht mal so groß, diese Sprengkopfbereiche. Aber eben in einem Bunker, bestehend aus Beton und oben mit einer riesigen Stahldecke, die auf und zu machbar ist. Das sind dann die damals hergestellten Wiedereintrittskörper. Das heißt, wenn Sie eine ballistische Rakete haben, wenn Sie mit der in den Weltraum gehen und sie kommt wieder in die Erde zurück, wird es natürlich sehr heiß, dafür brauchen sie einen Wiedereintrittskörper, also der die Hitze abhält. Das ist dieses Ding hier und darunter werden dann diese drei Gefechtsköpfe eingebaut. So sieht es aus, wenn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Gefechtsköpfe landen. Ja? Das ist natürlich jetzt, die hier alle runtergekommen sind. Das sind natürlich alles solche, die keine Atomwaffen haben. Es wurden Tests gemacht. Das sind Bilder von Tests, die Amerikaner gemacht haben. Diese Gefechtsköpfe kommen mit einer ziemlichen Geschwindigkeit an. Ich glaube, nachher sogar immer noch 2 oder 3 Kilometer pro Sekunde, wenn sie auf der Erde antreffen. Hier die andere strategische Bomber. Das ist ein sowjetischer strategischer Bomber. Hier sehen Sie die B-52. Und hier sehen Sie auch noch, das ist ein ganz seltenes Bild, sowjetische strategische Bomber aus der ganz frühen Zeit und hier auch amerikanische, die zufällig mal auf einem britischen Airfield zusammen parkten, Anfang der 90er Jahre. Ja, und dann auch noch strategische U-Boote. Das sind im Grunde genommen riesige U-Boote, aus denen heraus senkrecht Raketen abgefeuert werden können. Hier sehen Sie das auch noch. Einige U-Boote mit zum Teil 16 bis 20 Schächten, die alle so 6-7 Meter hoch fahren oder tief fahren, waren natürlich riesige Pötte. Das ist ein sowjetisches U-Boot, das ist eines der ersten sowjetischen U-Boote hier aus der Typhon-Klasse. Da sehen Sie auch schon, dass hier überall alles aufreißt. Also diese Boote waren auch nicht für die Ewigkeit gebaut. Fettes Ding. Unheimlich fett und unangenehm. Das ist die amerikanische Ohio-Klasse. Also das hat nichts zu tun mit den kleinen deutschen U-Booten, die man bei uns so findet, sondern das sind riesige Schiffe gewesen. Und so sieht das aus, wenn eine Rakete aus dem U-Boot abgeschossen wird. Ja, und diese U-Boote mussten patrouillieren. Das ist hier mal hier die Patrouillenstatistik amerikanischer Boote. Die wurden Anfang der 60er Jahre eingesetzt. Hier sehen Sie, das ist die jährlichen Patrouillentage. Die jährlichen Patrouillen, die gemacht wurden. Hier sehen Sie, da gab es doch eine relativ konstante Linie, die dann nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes deutlich absank. Hauptsächlich hier im atlantischen Bereich und hier unten auch im pazifischen Bereich. Andere Kernwaffenträger waren Mittelstreckenraketen, Kurzstreckenraketen, Marschflugkörper, Jagdbomber, Artillerie und Minen. Da will ich jetzt im Detail gar nicht drauf eingehen. Was ist mit diesem MERT-Konzept passiert? Es wurde zwar von den Sowjets diskutiert, es wurde aber nie offiziell angenommen. Aber sie haben sich zu einer begrenzten Kooperation bereitgefunden. Das Wichtigste war der Sorel-1-Vertrag von 1972, der Obergrenzen für Interkontinentalraketen festlegte
und vor allem ein ABM-Verbot. ABM steht für Anti-Ballistic Missiles, also ein Raketenabwehrsystem. War nicht ein totales Verbot, es sollte eine ganz gewisse geringe Möglichkeit geben, aber es lief darauf hinaus, dass es keine länderumfassende Systeme der Abwehr geben sollte. Aber die Konkurrenz zwischen den USA und der Sowjetunion lief weiter, meistens qualitativ, aber auch quantitativ. Und im Gegensatz zu den 50er Jahren, wo die USA sozusagen die treibende Kraft war, was die nuklearstrategische Rüstung oder Nuklearrüstung betrieb, wurde es mehr und mehr die Sowjetunion. Hier sehen Sie mal ein bisschen die Zahlen. Hier sind die Bestände der Amerikaner an Nuklearwaffen. Und zwar das helle sind die taktischen Waffen, das dunkle die strategischen Waffen. 60, 65, 70, 75, 80, 85. Wir sehen, es hielt sich relativ konstant in den 80er Jahren, nachdem hier der Höchstpunkt 65 erreicht war. Es ging sogar runter. In der Sowjetunion in der gleichen Zeit ging es massiv hoch. Bis 85. 85 war der höchste Aufbau. Gut, da ist Aufholung drin, aber spätestens 1980 hatten sie eigentlich die Amerikaner auf Größenordnung aufgeholt. Sie haben dann doch weitergemacht. Und interessant ist, dass hier war der 72er Salt-Vertrag, der eigentlich einen Deckel hier dieser Größenordnung bringen sollte. Der 79er Salt-II-Vertrag war schon weniger relevant. Also die nukleare Rüstungskontrolle hat nur teilweise funktioniert in den 70er Jahren. Das heißt, in den 80er Jahren hat es sich sehr zugespitzt und es änderte sich praktisch, ich will nicht sagen über Nacht, aber mit dem Machtwechsel im Kreml. Das heißt, Gorbatschow trat an und stellte fest, dass im Grunde genommen diese Rüstungskonkurrenz selbstzerstörerisch war. Und er regte an, zum ersten Mal im Gespräch mit Präsident Reagan 1986 in Reykjavik, dass man Kernwaffen eigentlich abschaffen solle. Interessanterweise sagte Reagan, das ist eine gute Idee, machen wir. Kam dann doch nicht so genau, aber die beiden haben sich zum ersten Mal darüber verständigt, dass es eigentlich ganz gut sei, man sollte die abschaffen. 1987 gab es zumindest einen wichtigen Vertrag, das war der INF-Vertrag. Der Vertrag beinhaltete ein Verbot aller Mittelstreckenwaffen, was damals ja sehr umstritten war in Europa, nicht nur in Europa generell. Und dieser INF-Vertrag sorgte dafür, dass es sozusagen eine doppelte Nulllösung gibt. Dann hatte in der Zwischenzeit aber Gorbatschow deutlich gemacht, dass er sich Perestroika und Glasnost sehr viel radikaler vorstellte, als es viele gedacht haben. Und als 1989 die Mauer fiel, wurde eigentlich klar, dass er eine radikale Änderung der sowjetischen Position haben wollte. Er besprach das im Dezember 1989 mit dem damaligen Präsidenten George Bush. Und der hat es eigentlich erst dann richtig verstanden, wie radikal Gorbatschow vorangehen wollte und hat gesagt, okay, wir sind bereit, alles mitzumachen, was zu Beendigung des Ost-West-Konfliktes führt. Wir sind auch bereit, die Rolle von Nuklearwaffen massiv zurückzufahren und gegenseitig uns hier zu helfen. Ohne dieses Treffen, das war von Malta im Dezember 1989, wäre die ganze deutsche Einheit und all das, was danach gekommen wäre, wahrscheinlich nicht so gut abgelaufen. Hier sehen Sie nochmal USA und Russland, die Aufbau der Nuklearstreitkräfte im Vergleich. Wie gesagt, hier diese enorme Spitze, die er dann aber relativ schnell abbrach, wenn in den USA eigentlich schon unter Kennedy erkennbar wurde, es macht keinen Sinn, in diesen Größenordnungen weiter Nuklearwaffen anzuschaffen, sondern eigentlich sollte man versuchen, den strategischen Dialog zu suchen und selber runterzufahren auf viel geringere Größenordnungen. So, was ist zu sagen zu Strategien und Doktrinen? Das ist gar nicht mal so einfach, weil diese Begriffe immer sehr unterschiedlich verwandt werden. Was man sagen muss, ist, dass die Einführung von Kernwaffen ein relativ revolutionärer Vorgang war. Dieser Vorgang oder diese Folgen sind eigentlich in einer öffentlichen Weise weitgehend nur in den USA reflektiert worden und auch öffentlich zugemacht worden. Was die Sowjets sich gedacht haben, im Sinne von Strategien oder von Doktrinen,
oder Einsatzpläne ist bis heute eigentlich weitgehend unbekannt geblieben, ja, weil die entsprechenden Daten sind immer noch Staatsgeheimnis. Wir haben so ein paar kleine Blicke nehmen können, aber darauf komme ich später noch zu sprechen. Das war einer der ersten strategischen Denker, Bernard Brody, der versucht hatte, sozusagen das Revolutionäre an diesem Konzept zu entwickeln. Hier sieht man ihn, wie er gerade vor anderen Leuten das vorträgt. Er hat eigentlich vier Regeln aufgestellt und ich finde, die sind immer noch wichtig. Erstmal sagt er, Kernwaffen ändern die Kriegführung fundamental, da die Möglichkeit der Bedrohung des strategischen Kernlandes die Bedeutung der klassischen Landfront herabsetzt. Auf gut Deutsch, und das war die Begründung der Abschreckungsstrategie eigentlich, wenn ein Land versucht, andere Länder zu bedrohen mit seinen Landstreitkräften, kann man diese Bedrohung dadurch sozusagen herabsetzen oder dadurch entgegnen, dass man dessen strategische, also dass man sozusagen die Heimatfront unter Bedrohung setzt. Aber er sagte, und das ist auch wichtig, das hält nur eine Zeit vor, solange die Sowjetunion uns nicht auch bedrohen kann. Wir müssen davon ausgehen, dass auch andere Staaten Kernwaffen besitzen, in erster Linie die Sowjetunion. Und dann wird eigentlich die Aufgabe von Kernwaffen nur noch die Kriegsverhinderung sein. Darüber ließe sich durchaus ein Dialog herstellen. Und viertens, und das ist heute, glaube ich, sehr wichtig, das Hauptproblem in der Zukunft sind Kernwaffen in der Hand von radikalen und erratischen Kräften. Also das ist 1946 aufgestellt worden als Ergebnis einer Konferenz. Und ich muss sagen, das ist immer noch hat eine sozusagen Zukunftswirkung gehabt oder heute immer noch bedeutet. So, erst nochmal kurz einige Erklärungen, was sind Doktrinen, was sind Strategien, was sind Einsatzpläne. Es wird leider in der öffentlichen Diskussion immer wieder durcheinander gebracht. Doktrinen sind allgemeine Prinzipien, die Einsätze von Waffen bestimmen. Strategien ist im Grunde genommen die Anwendung dieser Prinzipien auf bestimmte tatsächlich oder vorgestellte Kriegsschauplätze oder Szenarien. Und Pläne, das sind Planungen für ganz konkrete Einsätze. Das müssen wir einfach im Hinterkopf behalten. Was war die amerikanische Doktrin während des, zumindest ab den 60er Jahren, ich spreche jetzt mal nur ab den 60er Jahren, sie sollte ein Mittel zur Abschreckung sein gegen den Einsatz Kernwaffen anderer, nämlich erster Linie der UdSSR, aber auch ein Mittel der Abschreckung gegen Gewaltanwendung der Sowjetunion oder anderer Länder gegen amerikanische Streitkräfte. Sie sollte aber auch ein Mittel der Abschreckung gegen den Krieg gegen Verbündete sein, erwartete Abschreckung, und immer noch ein Mittel der Kriegsbeendigung sein. Ja, also wenn immer im Rahmen der NATO gesprochen wurde in den 70er, 80er Jahre über den Einsatz von Kernwaffen, ging es in erster Linie darum, diese zur Kriegsbeendigung zu nutzen. Also nicht um den flächenmäßigen Einsatz von taktischen Waffen, sondern als Instrument zur Kriegsbeendigung. Dabei wurden damals zwei Typen von Abschreckung unterschieden. Einmal Deterrence by Denial und Deterrence by Punishment. Punishment heißt im Grunde genommen Vergeltung. Also wenn mir etwas Schlimmes passiert, vergelte ich es. Und Denial heißt eigentlich, dass man jemand etwas dass man sich in den Weg stellt, dass man etwas verhindert. Deterrence by Denial heißt im Grunde genommen, wenn es einen konventionellen Angriff gibt, versucht man den mit konventionellen Mitteln zu stoppen. By Punishment heißt im Grunde genommen, dass man die andere Seite bestraft. Das waren zwei Begriffe, die einfach entwickelt wurden als Konzepte, um sozusagen verschiedene Strategien zu bewerten. Und es gab unterschiedliche Ziele, die diskutiert wurden, einmal Counter Force und einmal Counter Value. Counter Force waren Angriffe auf Militäreinrichtungen oder vor allen Dingen auf die Nukleareinrichtungen der anderen Seite. Counter Value war das, was die USA 1945 in Nagasaki und Hiroshima gemacht haben, Angriffe gegen weiche zivile Ziele oder auch wirtschaftliche Ziele. Die sowjetische Doktrin war ein bisschen anders. Sie hatte Ähnlichkeiten, aber auch Mittel der Abschreckung gegen die Kernwaffen anderer Staaten. Das war ähnlich wie die USA. Aber, und das war Kampfkraftverstärker, um die Offensivfähigkeit der Bodentruppen zu verstärken. Das war durchaus die Strategie der USA in den 50er Jahren. Bis in die Mitte der 60er Jahre wurde dann immer mehr zurückgefahren, während umgekehrt die Sowjetunion immer versucht hat, die Offensivfähigkeiten ihrer Bodentruppen in Europa
mit Kernwaffen zu verstärken. Wir wissen das aus Dokumenten, die gefunden worden sind beim tschechischen Militär und bei der NVA. Über Kriegspläne, konkrete Kriegspläne in Mitteleuropa, bei denen davon ausgegangen wurde, dass von Anfang an die sowjetische Seite Kernwaffen einsetzen würde, taktische Kernwaffen, um die NATO-Verteidigung zu durchbrechen. Aber auch die Sowjetunion sah Kernwaffen als ein Mittel der Kriegsbeendigung an. Frage? Ja? Entschuldigung, hat die UdSSR jemals, ich meine nicht, also es gab ja Kriege, hat sie jemals das eingesetzt, taktische? Nein. Also das war nur für den europäischen potenziellen Kriegsfall? Ja, für den potenziellen europäischen Kriegsfall. Und jetzt ist es in Russland so, dass die russische Doktrin, da kommen wir nachher noch drauf, sagt, dass für den Fall, dass Russland angegriffen wird, und weil Russland so riesengroß ist, Russland sich vorbehält, gegen jeden Angreifer, nicht nur NATO, auch China oder was weiß ich, frühzeitig taktische Kernwaffen einzusetzen. Ja. Was ich im Übrigen gewisserweise nachvollziehen kann, weil Russland ist wahnsinnig groß und dort konventionelle Truppen in der notwendigen Konzentration herzustellen, wird das sehr schwierig sein. Kommen wir zu Frankreich. Frankreich ist auch eine Kernwaffenmacht. Frankreich hat immer darauf bestanden, dass es nur zur existenziellen Verteidigung Frankreichs da ist. Frankreich hat auch immer gesagt, wir können nicht die Sowjetunion völlig ausgleichen, aber wir können sozusagen wir können nicht die Sowjetunion töten, aber wir können ihnen einen Arm ausreißen. Und dieses Arm ausreißen könnte dazu führen, dass sie sich überlegen, uns doch nicht anzugreifen. Die Franzosen haben nicht den Begriff der Abschreckung, sondern der Dissuasion, das heißt, dass man jemanden davon überzeugt, ja, nicht einen anzugreifen. Die Doktrin Großbritanniens war ähnlich wie diejenige Frankreichs, aber im Gegensatz zu Frankreich hat sich Großbritannien immer bereit erklärt, auch innerhalb der NATO da sein Potenzial einzubringen. Dann gab es noch die Volksrepublik China. China hat immer gesagt, wir haben nur bescheidene Arsenale, die existenzielle Verteidigung Chinas betrifft, wir würden diese nie im Ernst als Erste einsetzen. Ja. Naja, außer gegen USA, falls sie im Taiwan-Konflikt eintreten. Das ist eine Ausnahme. Ich spreche jetzt über die Phase des Ost-West-Konfliktes. Ah, okay. Heute ändert sich das. Das ist richtig, ja. Das ist alles noch Ende 89. Ne? Damals war China als Nuklearmacht relativ bedeutungslos. So, wie sah die Nuklearstrategie der USA aus gegen sowjetische Entwaffnungsschläge und Vernichtungsschläge? Sicherung der Überlebensfähigkeit der eigenen Angriffskräfte, selber im offensiven Bereich Counter-Force-Angriffe und gegebenenfalls auch Counter-Value, aber in erster Linie Counter-Force-Angriffe, das heißt Angriffe gegen das sowjetische Militär, sowohl nuklear als nicht nuklear, und gegen auch Parteieinrichtungen oder politische Führungseinrichtungen. Gegen eine sowjetische Invasion Europas sollte konventionelle Verteidigung gemacht werden, solange es geht. Dann eine vorsichtige Eskalation, das nannte man Initial Strike, da wurde lange überlegt in der NATO, wie man das macht, ob man vielleicht irgendwo in der Walachei eine Nuklearwaffe hochgehen lässt, die keinen tötet, aber zeigt, dass man entschlossen ist, Kernwaffen einzusetzen. Es sollte ein Kriegsende erzwungen werden. Ja, man rechnete dort in Größenordnung von einem Krieg von 2 bis 3 Wochen Länge. In diesen 2, 3 Wochen würde die Sowjetunion es entweder schaffen, bis an die Nordsee durchzudringen, oder man hält sie auf, und wenn sie immer noch weiter versucht, müsste man mit einzelnen Schlägen, also es geht hier nicht um einen großen Einsatz, sie zum Kriegsende zu erzwingen. Über taktische Nuklearwaffen wurde immer weniger, die wurden immer weniger einbezogen in die NATO-Strategie. Sie waren da, sie galten als sozusagen Gegengewicht zu den taktischen Nuklearangriffen der Sowjetunion, von dem man davon ausging, dass sie sehr früh eingesetzt werden. Und es gab immer diese Debatte, es sollte auch möglich werden, falls die Sowjetunion in Mitteleuropa taktische Nuklearwaffen einsetzt, dass der Westen direkt sowjetisches Gebiet dann unter ein Risiko stellt. Das war eigentlich die Ausgangsdebatte über die sogenannte NATO-Nachrüstung Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Was war die UdSSR-Nuklearstrategie? Es ging immer um das Unwirksammachen der amerikanischen Strategie durch Bedrohung der amerikanischen strategischen Kernwaffen und, wie gesagt, früher Einsatz taktischer Kernwaffen bei einem Krieg in Mitteleuropa.
So, jetzt kommen wir noch zur Einsatzplanung. Das ist noch was anderes. Einsatzplanung und Strategien müssen nicht immer sozusagen dasselbe sein, weil wir haben gesehen, dass es in der amerikanischen Strategie häufig Wechsel gab, die sich überhaupt nicht in der Einsatzplanung niedergeschlagen haben. Bei den Amerikanern stand Counterforce immer im Vordergrund. Aber ein nuklearer Erstschlag, also ein Entwaffnungsschlag, war eigentlich seit Mitte der 60er Jahre keine Option mehr. Counter-Value, also Einsätze gegen zivile Center, waren nur das Extreme, der extreme Fälle, in dem Falle, dass New York und Washington den Schutt und Asche legen. Und das große Problem war, was ist ein Initial Use und wie kann man mit einem Initial Use gleichzeitig Entschlossenheit und Zurückhaltung demonstrieren. Das war im Grunde genommen ein fast unlösbares Dilemma, an dem man sich in der NATO ständig zerrieben hat. Unklar die Rolle taktischer Nuklearwaffen. Sie hatten, wir waren noch eine große Menge in Europa, aber sie hatten eigentlich immer weniger eine strategische Rolle, weil sie das zerstörten, was sie eigentlich bewahren sollten. Und das war einsehbar absurd. Ja, von der Einsatzplanung der Sowjetunion ist, wie gesagt, nichts bekannt, außer tschechischen und ostdeutschen Quellen, dass zumindest umfassende Einsatzplanung für den Gebrauch taktischer Nuklearwaffen in Zentraleuropa vorhanden waren. Die Sowjetunion hatte, das ist heute kein Geheimnis, ein offensives Konzept, mit dem sie hoffte, im Fall einer Krise innerhalb von einer bis zwei Wochen bis an die Atlantikküste vorstoßen zu können. Ich habe das selber mal erlebt, als ich noch in Bonn war, da hatte ich mal den Besuch eines echten sowjetischen Marschall Gareyev. War das ein netter, freundlicher Mann und fragte mich gleich, ob ich wüsste, die Breite Rhein ist in Bonn. Ich sagte, ja, so ungefähr 300 Meter. Er sagte, also gut geschätzt, 293,5 hat er gesagt. Er sagte, wir haben es sehr genau ausgemessen und wir haben auch genau die Pontonbrücken, um darüber zu kommen. Wir hatten ja auch Geld gedruckt und Verkehrsschilder, was weiß ich nicht alles. Also das war kein Geheimnis, dass sie eine offensive Strategie hatten. Das war ihr politischer Auftrag und als der politische Auftrag sich geändert hat, haben sie das einfach auch umgestellt. Das ist eigentlich kein Geheimnis. So, jetzt kommen wir noch zum Thema Bestände und Stationierung von Kernwaffen und auch nukleare Teilhabe. Wie viel gab es denn? Auf der Höhe des Ost-West-Konfliktes gab es an strategischen Waffen der USA. Strategische Waffen heißt immer einzelne Waffen. Manchmal sind ja mehrere Waffen auf einer Rakete, wie Sie gesehen haben, aber hier zähle ich jede Waffe einzeln. Gab es in den höchsten Zeiten ungefähr 12.000. Die waren auf Bombern, SLBMs und ICBMs. Alle Führungseinrichtungen und alle Einrichtungen waren in den USA stationiert. Die Gefechtsfeldwaffen der USA, ungefähr 15.000, waren teilweise in Europa, etwa 3.000 Waffen, teilweise auf Kriegsschiffen und zum Großteil im amerikanischen Kontinentalbereich stationiert. Und es gab auch Mittelstreckenraketen, die waren teilweise in Europa stationiert, teilweise aber auch auf Flugzeugträgern, auf Schiffen. Jahreszahlen dazu? Das ist jetzt der Stand ungefähr Anfang der 80er Jahre, also vor 30 Jahren. Das war so auf der Sommer 85, das war so der Höhepunkt. Es gab innerhalb der NATO, muss man sagen, einen Mechanismus der nuklearen Teilhabe. Hauptorgan war die Nuclear Planning Group, die es im Übrigen immer noch gibt. Und wie sieht diese Teilhabe aus oder wie sah sie aus? Da gibt es immer viele Gerüchte und viele Spekulationen. Im Grunde genommen ist es sehr viel weniger gewesen, als man sich das oft vorstellt. Es ging um gemeinsame Entwicklung von Einsatzgrundsätzen und Planungsszenarien. Ja, Grundsätze heißt, unter welchen Bedingungen, und das ist immer wieder das Thema gewesen, Initial Use, unter welchen Bedingungen setzt man taktische Waffen ein. Da kann man sich vorstellen, da gab es natürlich immer große Diskussionen, weil da gab es immer Leute, die wollten sehr, wenn es erforderlich ist, auch viele taktische Waffen einsetzen, und andere, die wollten sagen, nein, möglichst keine taktischen Waffen, weil sie zerstören Deutschland. Diese ganzen Debatten, die wir aus der Friedensdiskussion kennen aus den 80er Jahren, die gab es auch innerhalb der NATO. Es ist keinesfalls so, dass es nur diese in den Friedensdiskussionen gab. Einsatzgrundsätze wurden dort entwickelt. Wie gesagt, sehr mühevolle Sache, zum Teil nie richtig alle Differenzen ausgesprochen.
Zu der Teilnahme gehört es auch, dass die Waffen in unterschiedlichen Ländern stationiert wurden. Sie wurden in Deutschland stationiert, in Belgien, Niederlande, Italien, Türkei, um sozusagen auch das zu untermauern. Und im Kriegsfall sollten auch alliierte Streitkräfte, allerdings nach vorheriger Freigabe durch den USA-Präsident, einzelne Kernwaffen bedienen können. Ja? Also deutsche Tornado-Piloten, deutsche Artilleristen, die eventuell solche Waffen zum Einsatz bringen konnten, aber erst nach vorheriger Freigabe, also allein hätten sie nicht operieren können, weil da gab es technische Mittel, mit denen sichergestellt wurde, dass man diese Waffen nicht einfach einsetzt. Das waren die Gegenstände der Teilhabe, das war eines der schwierigsten und ich kann sagen kontroversesten Themen und ob das je unter einem Kriegsszenario zu irgendeiner Form von übereinstimmenden Handeln geführt hätte, weiß ich nicht. Jetzt kommen wir zum Schluss noch zur Rüstungsdynamik. Hier nochmal die Grafik, die ich Ihnen ja schon vorgezeigt habe, die Anzahl der Sprengköpfe. Hier sehen Sie, wie deutlich ursprünglich die erste Welle aus den USA kam, die zweite aus der Sowjetunion, aus Gründen, die ich Ihnen dargelegt habe. Also sie wurde, wenn man so will, durch verschiedene Faktoren angetrieben. Und es ist nicht nur eine rein nukleare gewesen. Ausgangspunkt war letztendlich der Ost-West-Konflikt, denn die UdSSR wollte nach dem Zweiten Weltkrieg die westliche Welt, den Kapitalismus und auch bürgerliche Freiheiten herausfordern. Und ich habe den Eindruck, je schwieriger der reale Sozialismus funktioniert, und diese Schwierigkeiten wurden in den 50er Jahren schon deutlich erkennbar, umso größer wurde die Neigung einer sowjetischen Führung auf militärische Mittel zu setzen. Ja, wenn Sie sich vorstellen, so in den 40er Jahren gab es wirklich die Frage, ja, was ist besser, sozialistische Systeme im Osten oder unser Form, da wurde wirklich noch um Systemdifferenzen gekämpft. Es verlagerte sich mehr und mehr in eine militärische Dimension. Und das hat auch damit was zu tun, dass der reale Sozialismus sowjetischer Art nicht funktionierte. Das merkte man ja 1956 auf dem 20. Parteitag der KPDSU, als Khrushchev eine massive Kritik am Stalinismus hielt oder an dem bisherigen System und sagte, es funktioniert nicht. So wurde Khrushchev ein paar Jahre später abgesetzt. Das System hat sich einfach weiterentwickelt. Es wurden Brezhnev, sagt Ihnen ja noch was, Kosygin waren die Vertreter des alten Systems, die meinten, man könnte das weiterfahren. Und erst setzte die Sowjetunion auf konventionelle Machtmittel und verfolgte eine klassische Angriffsstrategie, was ein extrem hoher Aufwand war. Und was sozusagen die erste nukleare Rüstungsdynamik auslöste, war eigentlich, dass in den USA die Bereitschaft nicht da war, auch bei den westlichen europäischen Staaten vergleichbare Anstrengungen zu machen. Die Hoffnung war, mit Nuklearwaffen könnte man das einfach so more bang for the bucks, hieß es so schön, also mehr Knall für weniger Dollar. Das waren verrückte Zeiten, ja. Aber es liegt nun auch schon fast 60 Jahre zurück. Das heißt, damit, dass sie auf nukleare Abschreckung setzten, die eine Reaktion war auf die zunehmende Militarisierung der sowjetischen Politik, setzte natürlich die Sowjetunion auch wieder auf Abschreckung der Abschreckung. Ja, das heißt, sie haben sozusagen eine sehr schöne Dynamik, die sich hier entwickeln können. Es war eine Art Rüstungswettlauf eingeläutet. Und weitere Faktoren waren natürlich technologische Entwicklungsfaktoren, weil das war eine neue Technologie. Alle paar Jahre gab es neue Entwicklungen, die, wie gesagt, Einführung von Interkontinentalraketen haben das nukleare strategische Gleichgewicht erheblich verändert. Und die Abschreckung der Abschreckung sorgte für riesige Arsenale auf beiden Seiten. Das war ein Overkill. Und witzigerweise hatte diese Overkill aber auch eine stabilisierende Funktion, auf die wir nochmal vielleicht zurückkommen werden, wenn wir die heutige Situation uns anschauen. Denn keiner konnte sich ausrechnen, den anderen anzugreifen. Das kann sich nur dann ausrechnen, wenn es auf beiden Seiten sehr geringe Bestände gibt. Und diese Dynamik wäre wahrscheinlich weitergegangen, wenn der politische Wandel in der Sowjetunion die Rüstungskonkurrenz nicht beendet hätte. Was sind die Risiken? Nuklearexplosion aufgrund technischen Versehens, ja, gab es immer. In den 15 Jahren gab es einige Situationen, die sehr nah dran waren. Oder Nuklearexplosion oder gar Atomkrieg aufgrund unautorisierten Zugangs zu Atomwaffen, auch da
gab es in den 50er Jahren immer wieder kritische Situationen, wurden dann durch technische Mittel, ja, durch Permissive Activation Links sozusagen beigelegt oder hier Nuklearexplosion aufgrund technischen Versehens, da war das die Frage, was für konventionelle Sprengstoffe verwendet man in Atomwaffen. Ja? Atomwaffen können auch mal runterfallen. Und die klassischen konventionellen Sprengköpfe, die gingen los, wenn, wenn man runterfallen lässt. Ne? So, deswegen wurden sehr früh Sprengstoffe, konventionelle Sprengstoffe gesucht und entwickelt und auch sozusagen eingesetzt, die schockresistent sind. Ja? Das heißt, eine Kernwaffe, in den 50er Jahren ist das ja mal passiert, da fiel eine Kernwaffe aus dem Flugzeug raus und sie explodierte nicht, weil eben das ein schockresistenter Sprengstoff war. Oder hier unautorisierter Zugang, also die Activation Links, Permissive Activation Links, das wurde in den USA und der Sowjetunion eingeführt. Schlimm war oder immer große Sorge war die Eskalation einer regionalen oder lokalen Krise zum Nuklearkrieg. Wir hatten ja durchaus solche Krisen in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren. Ich meine, denken Sie dran, die USA haben einen Krieg verloren, also 1975 in Vietnam. Aber sie haben nie dran gedacht, dort wirklich Atomwaffen einzusetzen. Aber es war immer die Sorge, dass zum Beispiel im Mittleren Osten die Lage sehr kritisch wird. Ja, es hat 1973 eine sehr kritische Lage gegeben, wo zumindest die Sowjetunion mit Nuklearwaffen beladene Schiffe in die Region brachte, wo keiner so richtig wusste, was das sollte. Die USA haben einen orangen Nuklearalarm ausgelöst. Das heißt, man sollte vorbereitet sein, dass ein regionaler Krieg zu einem Nuklearwaffenkrieg werden kann. Und natürlich die Proliferation von Kernwaffen, auf die wir ja noch weiter zu sprechen kommen. Das heißt, dass mehr und mehr Staaten Kernwaffen besitzen und diese einsetzen können. Ich würde Sie bitten, so langsam zu Ende. Das sind noch zwei Folien, das sind wir durch. Ne? Wie gesagt, um die Risiken zu mindern, gab es seit 1962 eine pragmatische Kooperation zwischen den beiden großen Mächten, die zum partiellen Teststopp-Vertrag geführt hat, aber auch zum Verzicht auf Defensivsysteme, begrenzende Angriffssysteme, technische Kooperation bei den Activation Links oder auch Zusammenarbeit bei der Nichtverbreitung. Das Ende ist im Grunde genommen eingelöst oder ausgelöst worden durch zwei Schritte. Einmal hatte die NATO schon in den 60er Jahren angeboten, eine politische Lösung der Konflikte und Rüstungskontrolle mit der Sowjetunion aufzunehmen. Darauf ging sie teilweise ein, aber wie gesagt, Gorbatschow erkannte, dass die Sowjetunion eigentlich diesen Zug nicht mehr weitermachen kann. Die Sowjetunion hatte zum Teil bis zu 40% ihres Bruttosozialproduktes für Militärausgaben aufgewandt. Die USA waren nie mehr als 5%, Deutschland nie mehr als 3%. Also das kann sie auf die Dauer nicht durchhalten und dadurch ist eigentlich dieser Weg möglich gewesen. Was ist geblieben von der Rüstungsdynamik? Und das finde ich ganz interessant, die Duellsituation zwischen den USA und Russland ist immer noch da. Das ist ein Relikt des Ost-West-Konfliktes, was mir zunehmend Sorgen macht, weil sie haben noch Waffen, die aufeinander gerichtet sind, nicht mehr so viele wie früher, sind ungefähr 2000. Und einige von denen sind auf relativ hoher Alarmstufe. Damit sind durchaus Risiken verbunden. Ich sage das deswegen, weil es für mich wichtig ist, wir reden im Augenblick immer nur über nicht strategische Waffen, über in Deutschland stationierte Nuklearwaffen, nicht Raketen. Die sind in keiner Weise ein Element von Rüstungsdynamik heute. Aber hier liegt immer noch in dieser Art Duellsituation eine merkwürdige Dynamik drin, die man nicht vernachlässigen soll, weil sie kann unter Bedingungen einer lokalen oder regionalen Krise durchaus von Bedeutung sein. Ja, das war es dann auch. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und ich hoffe, ich habe nicht zu lange geredet. Na gut, die Stunde war schon, aber es ist auch ein dickes Thema. Ich hätte darüber noch 3 oder 4 Stunden reden können, aber man muss sich ja dann auf das Wesentliche begrenzen. Vielen Dank erstmal.